Nochmal schmecken wir es hier den Durst bei diesem ganzen Wetter und allem drum dran. Ja, es hätte heute nicht sein sollen. 0:1 haben wir verloren zu Hause. Toni, die Mannschaft ist jetzt auch stark ins. Genau, man kann ja trotzdem für eine hervorragende Leistung applaudieren, denn auch damit müssen wir uns heute nicht verstecken. Toni, es war eine. Warte mal, die ganze. Es war eine sehr, sehr schnelle Führung durch Rostock. Ich glaube, da waren wir alle kurz erschrocken, ne? Ja, sicherlich. Ich sag mal, so eine Aktion kann auch mal passieren. Ich gehe ins Kopfballteil zum Beispiel jetzt aus der Situation mal beschrieben. Ja, und dann machen wir die Innenbahn nicht zu. Und das ist ein kleiner Fehler, der mal passieren kann, glaube ich. Aber allgemein, mir fehlen ein bisschen die Worte, muss ich ehrlich sagen, weil ich denke, dass das für mich bisher, ja, wie soll ich sagen, die spielerisch schwachste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben. Ja, definitiv. Da bist du nicht der Einzige, der das festgestellt hat, sondern auch über 10.000 Besucher heute im Stadion, Toni. Was hat denn der Trainer jetzt in der Halbzeit noch mit auf den Weg gegeben? Ja, das ist krass. Also ich lüge da wirklich nicht. Ihm fehlen wirklich die Worte. Er wusste nicht, was er uns mitgeben soll. Das ist ehrlich. Das ist das Einzige, was er gesagt hat. Wir müssen irgendwann mal halt ein Tor schießen. Aber ansonsten kann man sich, glaube ich, nicht viel vorwerfen. Gefühlt hast du 90% Ballbesitz, ohne respektlos zu sein. Aber wie gesagt, ich glaube, das war einfach wirklich die schwächste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben und wo wir es einfach nicht geschafft haben, zumindest das Minimumziel, was eigentlich immer noch zu wenig ist, unentschieden zu holen. Und ja, da kann ich, wie gesagt, nur die Mannschaft von der Mannschaft immer wieder gut ziehen. Ich glaube, man sieht, wie viel Spaß es einfach macht. Ich glaube, euch macht es auch Spaß. Ich glaube, man sieht, was passiert ist. Was sich getan hat in den letzten Monaten bis zur Vorbereitung mit der neuen Truppe. Es ist ärgerlich, dass wir, wie gesagt, heute so ein Spiel verlieren, was völlig unnötig war. Toni, wie doll flucht man eigentlich, wo der Fetis Ding ganz, ganz knapp am Tor vorbeigehauen hat? Wie doll, oder was ruft man da am meisten auf den Platz in sich rein? Passiert. Es ist natürlich, es ist bei Fetschi jetzt mal, um es allgemein zu sagen, ich sag mal, er kriegt zurzeit mal ein bisschen auf die Presse, er liest das nicht, finde es gut, er lässt das auch nicht an sich ran. Aber ich glaube, was der Junge macht für die Mannschaft, was wie er arbeitet, irgendwann wird er treffen und dann wird er uns noch sehr, sehr weit helfen. Also, wie gesagt, versucht ihn trotzdem zu unterstützen, versucht da, wie gesagt, keine Vorurteile zu haben, um da, wie gesagt, hinter uns den Jungen zu stehen und hinter uns vor allem. Das ist immer ganz wichtig, wäre mir ganz lieb. Toni, während Cottbus da, wer Cottbus gesehen hat, war ja auch eine mega starke Leistung und der Fanblock, der ist ja mitgereist, ja auch heute der Fanblock, das ist doch ein Genuss auch bei so einer Niederlage in dem Sinne, dorthin zu gehen und sich nochmal dort auch die Früchte des Applauses zu ernten. Wie empfindet ihr das als Mannschaft? Ja, riesen Kompliment, nicht nur an die Sponsoren, die alle uns unterstützen, sondern auch an die Fans, müssen wir natürlich ganz, ganz deutlich sagen. Ich glaube, wenn man das in Cottbus gesehen hat, wie die hinter uns gestanden haben, wie die einzelnen Fans auf jeden Fall da mitbauen, mitreisen, ihr, wie gesagt, Herzblut daran vergeben und das ist riesig. Auch wenn wir heute sehen, über 10.000 Zuschauer, wann hat man das letzte Mal? Das ist sehr, sehr lange her. Ich würde mir wünschen, dass wir das vielleicht nicht nur gegen Rostock schaffen, sondern vielleicht auch in der nahen Zukunft gegen vielleicht jeden Gegner. Das wäre ganz lieb, wäre ganz cool. Aber Toni, ich glaube, alle dieser Leistungen, die heute gesehen wurde, war auf alle Fälle ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich weiß auch, dass heute ganz, ganz viele im Stadion waren, die noch nie im Stadion waren. Ja? Also ich glaube, heute haben sie Lunte gerochen und am Samstag geht's weiter. Wie ist jetzt so die Woche, wie baut sich die Woche auf, wenn man Dienstag spielt und Samstag gleich wieder? Ja, jetzt heißt es wieder 2 Tage regenerieren, versuchen wieder Körner zu bekommen. Ich glaube, so mega anstrengend war es für einige von uns, glaube ich, nicht. Ich glaube, bei 90% Ballbesitz, gefühlt Ballbesitz, hat man noch ein paar Körner über. Ich glaube, wir sind da ganz, ganz gut weit vorne. Man sieht das auch, wir haben kaum Verletzte oder keine Verletzte in der Mannschaft und das zeigt auch, wie gut kontrolliert und sauber wir damit auch arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, seit heute ist es einfach nur bitter und ärgerlich und wir sind natürlich alle enttäuscht. Aber trotz alledem würde ich erstmal sagen, bitte ein Bier für Toni, ganz dringend, ja. Vorneweg, also klar, warum ist kein Bier? Und ich denke, Toni, damit bist du auch schon gleich fast erlöst. Wir würden uns definitiv freuen. Toni, bitteschön, hast du verdient, komm. Zum Wohl. Und auf alle Fälle Samstag. Samstag, 14 Uhr, sehen wir uns hier alle wieder. Und wenn wir es schaffen, das Stadion wieder wirklich so unglaublich cool vollzukriegen, dann ist das ein Riesenerfolg für den AFC. Bei dieser großartigen Mannschaft, Toni, sag's bitte der Mannschaft, denn hier gibt es nochmal einen dicken, fetten Applaus im VIP-Raum als Dank für die Leistung auch des heutigen Tages. Dankeschön.